Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Crusader Kings 3. Wir spielen nun den Sohn. Ja, nach über 10 Folgen ist es endlich passiert, genau genommen in der letzten Folge, dass sein Vater im Alter von 84 Jahren das Zeitliche gesegnet hat. Wir steuern jetzt hier den 56-Jährigen und versuchen unseren, ja, eigenen Sohn, den Einar, irgendwann mal auf den Thron zu bekommen. Aber der ist noch weit davon entfernt. Jetzt müssen wir erstmal das Arabische Reich davon abhalten, dass die hier sich einmischen. Eieiei, die Schlacht brennt hier aber ganz schön. Einer meiner Vasallen ist verwundet. Ich brauche dringend einen Arzt. 12, 13. Ich glaube, ich habe hier irgendwo jemanden, der richtig hohe Werte hat. 18 habe ich gerade gesehen. Sollte ich im Rat nicht jemanden haben? Was? Warum habe ich im Rat so jemand Beschissenes hier? Mein Vasall und Champion soll diesen Job hier machen. Und der wird... Nein, ich will nicht den Titel aberkennen. Der kann nicht den Arzt werden. Ach du Scheiße. Okay, dann rufen wir halt einen Arzt. Die werfen gerade hier so nach und nach ihre Männer im wahrsten Sinne des Wortes weg. 16. Ja, ich nehme sie. Eieiei, was war denn das bitte für eine Schlacht? Wir haben gerade mal 1300 Mann verloren, sie 4400 knapp. Uffs, Details. Können wir mal angucken. Also sie haben über fast 1400 Mann schwere Infanterie gehabt. Von denen haben sie alle so gut wie verloren. Eieiei. Der Hauptphase, Verfolgung. In der Verfolgung ist nicht so viel passiert. Ja, wir gehen da jetzt einfach mal hin, ne? Kann jetzt erstmal die Belagerung zurücklassen. Und die jetzt hier dann demnächst mal verfolgen. Ne, wisst ihr was? Ich werde hier auch nochmal eine Belagerung stationieren. So, das machen wir. Und gehen hier weiter. Keine Ahnung, wo die hingehen, aber ich habe vor, sie zu verprügeln, wenn sie kommen. Und dann muss ich endlich ein Fest abhalten. Oh. Wo kommen die denn her? Ganz schön frech hier. Na also, der Krieg ist durch. Alles gut. Oder auch nicht. Der Krieg da unten geht weiter. Shit. Ja, ich habe einen Ratsmarschall jetzt hier verloren. Der nächste kommt hier rein. Zwei Gebiete gewonnen. Wo ich jetzt am besten auch wieder Verwandte reinpacke. Eine weitere Nichte, die erwachsen ist. Hat die schon Land? Die hat nur Ansprüche, okay. Dann hier. Dasselbige. Ein Halbbruder. Hat der schon Land? Der hat schon Titel. Ja, dann bekommt der nix. Ich stelle das jetzt hier mal so ein. Herrscher, nicht Herrscher. Ne? Also da ist halt nur noch Verwandte von mir jetzt hier aufgezählt werden, die selber nicht herrschen. Und jetzt hätte ich das gerne mal hier geordnet nach Alter. Genau, hier die Nichte von mir, die 15-Jährige, die bekommt das Land jetzt hier zur Verfügung gestellt. So, dann kann der hier mir Lösegeld einbringen. Jetzt sieht das hier ganz brauchbar aus. Und jetzt muss ich da noch runter marschieren und das hier jetzt auch noch beenden. Keine Ahnung, warum dieser Krieg brennt, aber ich habe vor, ihn zu beenden. Wer ist denn das? Ach, das ist irgend so ein Emir. Okay. Sehen wir mal zu, dass das jetzt hier beendet wird. Ich glaube ja, dass er uns angegriffen hat. Die laufen da jetzt rum und belagern. So, ich denke, ich will Pionier werden. So, alle zusammenlegen. Warum führt keiner diese Armee? Lassen die Belagerung da und gehen die da oben wieder schlagen.
keinen Bock auf den Quatsch hier, den die hier veranstalten. Moment. Ah, es gehen schon die richtigen. Mein Sohn ist aus... Oh Gott, das ist... harte Maßnahmen. Boah, wo kommt denn der Aussatz her? Scheibenkleister, ey. Ey, ich hoffe, der überlebt das. Es ist zum Glück nicht der Sohn, den wir zum Erben machen wollen, ne? Aber ist das übel. Ist das übel. Ich sag's euch. Ey, jetzt haben die das halt hier schon wieder erobert, diese Mieslinge, ne? Dann belage ich das jetzt einfach wieder zurück. Sollen sie halt herkommen. Wir haben gleich jetzt ihr Hauptgebiet genommen. Kriegsführungsvorteil, na also. Organisierter Marsch, mehr Bewegungstempo kann uns helfen. Komm schon, mach hinne. Das waren leider nur 15%. Jetzt gehen wir sie halt hauen. Spiel sagt, dass es ausgeglichen wäre. Die Komplotte bei Hofe sind mir relativ egal. So, ich versuche die jetzt hier abzufangen. Oh, die wollen aufs Meer hinaus. Jetzt habe ich sie gefangen gesetzt. Und wir gewinnen das, so wie es aussieht. Auch wenn es für beide Seiten viele Verluste bedeutet. So, 76%. Wieder so ein krasser Tausender-Sieg hier auf einen Schlag. Du wirst da entkommen. Mein Gefangener, Scheich Akin, ist aus meinem... Ey, wie entkommt der einfach mal so random? Mordverhinderer, Schildmaid. Ich wäre heute um ein Haar tot gewesen, wenn Ann nicht aufgefallen wäre, dass da etwas faul ist. Woraufhin sie mir zu meinem Gemächern folgte, wäre ich nun inzwischen eine Leiche. Das erste, was ich von dem Meuchler hörte, war, wie Anna jemand unmittelbar hinter mir ansprang und dann sah ich nur noch flirrende Messerklingen, bis der Angreifer tot am Boden lag. Okay. Die Frau und Schäme. Also meine eigene Frau hat mir gerade eben das Leben gerettet. Voll krass. Kann ich sie eigentlich liebesdingemäßig oder kann ich sie vielleicht zur Hexerei konvertieren? Komm, wir probieren das mal. Die Hexerei muss spreaden, ich sag's euch. Ich weiß doch, dass ihr das auch wollt. Ich kann das Fürstentum von Benevento übernehmen. Jawohl. Es ist übernommen. Dann gucke ich mal gerade eben Benevento. Wo ist es denn? Es sind einfach nicht genügend. Da muss man hier draufklicken. Jarltum von Benevento. Genau, das ist das da. Und das gebe ich jetzt einfach mal. Das ist an die Nichte hier ab. Titel vergeben. Benevento, viel Spaß damit. Und schon mag die mich. Ach komm, ich muss doch mal hier einen stellen können. Jetzt haben wir es endlich. Meine Fresse, jetzt habe ich aber auch echt lange genug gekämpft hier. Alle Truppen auflösen. Und jetzt wird es Zeit mal für einen Runenstein. Vielleicht mein bevorzugter Feind. Was? Einen triumphalen Runenstein, ja. Sehr gut. Und dann wird es ein Festmahl abgehalten. Spezielle Nachfolgeart. Den obersten Ranges angewendet.
Nee, das mache ich noch nicht. Das lasse ich gerade eben noch. Jagd veranstalten. Das mache ich erst später noch. Festmahl. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Also, die Festivität ist ja nicht. Jetzt kann ich das hier endlich weggeben. An eine weitere Nichte. Nee, kann ich nicht. Sienna. Doch, kann ich. Endlich ist Sienna weggegeben. Um Gottes Willen, nee. Um Gottes Willen, wir haben es geschafft, das Ding endlich wegzugeben. Ich habe das, glaube ich, beim letzten Mal einfach nicht richtig gemacht, weil ich dann so ein bisschen geschludert habe. Ich war nicht schnell genug. Beziehungsweise ich war zu schnell und habe es nicht hinbekommen. So. Wo findet das die Festivität statt? Genau hier. Hauptsitz. Haben einige nicht mitmachen wollen, aber einige kommen auch. Aber so wie es aussieht, hat sich die Fraktion auch wieder so ein bisschen abgeschwächt. Und wir haben wieder eine Innovation, die Felderwirtschaft. Yay! So, Vogelwild. Die Diener servierten beeindruckend verzierte Zwischengänge. Mehrere exotische Vögel, gerupft, gekocht, gefüllt und danach wieder in ihre prächtigen Federkleider gewandet. Als jedoch Peckin Örvar gerade das Messer an einem der Tiere ansetzen wollte, regte sich dieses mit einem Mal kreischend. Pfau, dich hat man wohl gar nicht gebraten. Das Tier pickte Örvar in die Nase, ehe er zwischen den die schreien und lachenden Gäste flatterte. Als der Vogel wild herumflatterte, stellte sich Jorun der Herausforderung. Es erwies sich als höchst unterhaltsam, wie sie die Kreatur verzweifelt über die Tische hinweg nachstellte. Am Ende schaffte sie es, den exotischen Vogel in Richtung der Türen der großen Halle zu scheuchen, wo das Tier dann in die Nacht entkam. Lustig! Oh mein Gott! Hey, geil! Schenkelklopfen und Unterhaltung 5 Jahre lang. Gesundheitsbonus nehmen wir mit. Aber sowas von... Ja, ein großes Blot abzuhalten wäre nicht schlecht. Ich glaube, ich muss mal wieder plündern gehen, um das abzumachen. So, jeder Gast gewinnt 120 Meinungen. Ist doch gut. Ist genau das, was ich sehen will. So, das Fest ist rum. Der wird sich nicht einkalkern lassen. Also, wisst ihr was, was wir jetzt machen? Wir müssen jetzt halt plündern gehen. Und ich bin der Meinung, dass... das Holy Roman Empire da halt einfach nach wie vor einer der besten Orte dafür ist. Alle Räuber hier ausheben. Ja, man sieht es ja jetzt schon. Es ist nach wie vor hier 17 und so. Frankreich ist auch ein ziemlich guter Ort. Du gehst schon mal dahin. Du gehst dahin. Du gehst... Ja, auch dahin. Oder? Ich will sie also einigermaßen beieinander haben. Danach gehst du dahin. Du gehst danach dahin. Eigentlich auch so eine lustige Challenge, die man da so theoretisch machen kann, ne? So eine Wikinger-Challenge. Wie viel plünderst du? So, da ist er angekommen. Dann... Hier gibt es echt nichts zu plündern. Dann gehst du hier weiter. Da gibt es nur 8, da gibt es 13. Und natürlich holen wir das unlängst geplündert hier ab. Mit dem Entwicklungsschub. Finde ich gut. Mhm. 18 hier. 0. 0. Na komm, dann gehst du da auch noch hin. Kannst hier noch die 14 einsacken. Holt ihr danach noch die 8. Also ich glaube, wir schaffen es, unsere Herrschaft hier so ein bisschen zu sichern, ne?
Ich war am Anfang nicht ganz sicher, aber es scheint zu klappen. Jetzt muss ich gerade eben bloß gucken wegen der Nachfolge. Ich kann jetzt auch hier tatsächlich die hohe Stammesautorität endlich reinmachen. Ändern. Ich kann hier halt noch nichts ändern. Ne? Die mögen mich noch nicht genug. Aktuell, wenn ihr sterbt, werdet ihr... Wird die Königin das? Warum? Warum ist die Königin mein Spielererbe momentan? Ach, weil die Tochter das ist. Warum ist die Tochter der Erbe? Ach so, weil ich sie ja gleichberechtigt eingestellt habe. Ja, dann werde ich aber tatsächlich meine Wahl hier nochmal überdenken, logischerweise. Ey, die meisten wollen halt echt den da. Den Halbbruder. Na, mal abwarten, ob wir das hier noch irgendwie hinbekommen. So, ab jetzt haben wir auch das eingestellt, dass sie sich alle niederlassen können. Oh Gott, das sind ein bisschen viele. Nein, das will ich nicht. Das ist zu teuer. Das ist mir zu teuer. So. Ach so, hier geht's ja noch weiter. Geh dahin. Du, wenn du das hier geschafft hast, kannst du da weitergehen. Danach gehst du dahin. Und du dahin. Wir können halt noch einen Einfall durchführen, ne? Zum Beispiel in Frankreich. Wobei Aquitanien wahrscheinlich fast... Oder Bayern. Ja, wobei, es ist halt immer nur ein Königreich, ne? Dass man versuchen kann, einen zu erobern. Also nicht die Länder, die man sieht, sondern so ein de jure Königreich. Man kann auf jeden Fall schon mal festhalten, dass wir ordentlich Chaos reingebracht haben, im wahrsten Sinne des Wortes. So wie wir es haben wollen. Da kannst du da drüben noch die 28 plündern. Dann hier noch die 23. Und jetzt haben wir schon 252. Also ich glaube, dass wir jetzt ein großes Plot mal veranstalten können. Ach nee, ich befehlige gerade eine Armee. Ja, dann sollte ich mal vielleicht aufhören, das zu tun. So. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum ich das immer noch kann. Eigentlich ergibt es keinen Sinn. Aber es geht halt. Es geht halt. Hey, sehr gut. Da hat doch tatsächlich die Tochter nochmal Dingens bekommen. Zur Hexerei bekehren? 95%. Ich würde halt gerne einen Hexenzirkel gründen, ne? Dafür müssen aber eine ganze Menge, 60%, wir haben viel zu wenig gerade eben, unseres Hauses, der Hexerei angehören. Das wird eine Weile dauern. Ich habe einfach zu viele Kinder in die Welt gesetzt. Und ich glaube, wenn die anderen sich nicht Mühe geben, mir dabei zu helfen, dann könnte es sein, dass ich schneller Nachkommen produziere, als dass ich eine Chance habe, Hexen zu erschaffen. Vermächtnis in Versform. Ja. Das Gedicht wird gelobt. Hast du toll gemacht. So, wir müssen jetzt auch nicht mehr ganz so hart sein, ne? Also, wie es eigentlich immer ist bei solchen Sachen, wenn der ursprüngliche Verursacher tot ist, und das ist jetzt der Fall, dann werden solche Reiche meistens ein bisschen träger. Und das ist jetzt auch so die Situation, die jetzt bei uns zuschlägt. Was nicht heißt, dass wir weich werden, aber wir sind nicht mehr ganz so hardcore. Deswegen ist auch sowas wie Gedichte jetzt auch mal wieder okay sind. Ehepartner, Tag des Turniers.
Jeder Champion gewinnt 8 Jahre lang 20 Meinungen, das ist gut. Meinung ist nämlich gerade echt wichtig für uns. Wir rennen gerade eben einfach quasi der öffentlichen Meinung hinterher. So, da können wir nochmal jemanden auslösen, sehr gut. Titel können immer noch geschaffen werden. Königreich Venedig. Sind wir sogar noch der König von Venedig. Aber diesen Königstitel gebe ich, glaube ich, tatsächlich an die Verwandte hier weg. Und unsere eigene Tochter. Titel vergeben. Königreich Venedig. Was ich völlig in Ordnung finde. Ist halt echt witzig, dass die kleine Ding hier halt ein eigenes Königreich ist, ne? Aber ist egal. Das Wichtige ist, dass wir da halt immer mehr jetzt durch immer mehr Verwandte. Also ihr seht's, ne? Wir sind halt. Sind halt keine eigenständigen Herrscher. Das ist halt das Problem. Aber vielleicht entstehen dadurch irgendwann mal eigenständige Herrscher. So, das große Blot. Alle Adligen und Co. werden eingeladen. Das soll teuer werden. Niemand hat gesagt, dass es billig wird, sowas zu veranstalten. Und wir gehen ja gerade eben schon mit dem Klingelbeutel durch Europa, ne? Haben wir schon eine Weile nicht mehr gemacht. Hallo Bayern. So. 17, 6, 18. Das sind interessante Herrschaftsgebiete, ich sag's euch. Aber warte mal, wir haben doch diese Felderwirtschaft jetzt entwickelt. Ne? Es müsste doch eigentlich jetzt so sein, dass ich etwas bauen kann. 193. 225. Also ich kann die demnächst nach Hause schicken, ne? Die sind schon so gut wie voll. Viel geht da nicht mehr. Sie können auch nichts gegen uns machen. Mhm, 17, 14. Es kommen ständig irgendwelche bemerkenswerte Gäste, aber ist mir gerade egal. So, Traditionen sind wichtig. Alle Alt-Rasatruk gewinnen ein Höchstmaß an Meinung, Volksmeinung. Nur die edelsten Opfer. Warum sind es nur die Alt-Asatru? Ich verstehe nicht. Das muss ein Bug sein, ne? Nur die Alt-Asatru sind davon betroffen. Es ist schräg. Trost in Worten. Hm. Gedicht wird gelobt. Ich muss jetzt leider so ein bisschen rumschleimen, ne? Das ist halt das Problem. So, du gehst jetzt danach hier wieder nach Hause. Du gehst jetzt auch nach Hause. Und du kannst danach auch nach Hause gehen. Wir haben genügend Gefangene. Oh, da ist sogar eine Königin dabei. Cool. Eine Problemlöserin für uns. So, ich kann auch theoretisch das Herzogtum von Venedig schaffen, aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Ich schicke jetzt erstmal wieder unsere Leute nach Hause. Dann löse ich sie dann wieder auf. So, einmal aufgelöst, zweimal aufgelöst. Und das große Blot findet statt für Odin. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ey, das ist so lustig. Ich merke jetzt gerade eben erst, dass das... Okay.
eigentlich niemand interessiert bei unserem Volk, ne? Nee, das hat einfach niemanden interessiert, was ich hier gemacht habe. Lol. Okay, aber die Frage ist, kann ich jetzt hier noch irgendetwas bauen? Dieses Feldergedöns, das geht ja alles nicht, ne? Nee, ich brauchte für Stadtplanung. Also, also ich kann ja mit Feldern de facto hier gar nichts machen. Der Stammesepoche. Wir haben wieder eine Tochter. Yay. Truppen auflösen. Neu zur Hexerei konvertieren. Ja, wir haben wieder jemanden. Das ist gut. Tochter. Sieh zu, dass du eine Hexe wirst. 95% Chance. Wir haben jetzt einen Haufen Geld. 500. Was kann ich jetzt damit machen? Nichts. Zumindest nicht hier. In Oslo auch nicht. Ja, Motten bräuchte man, um das hier noch weiter zu verbessern. Nee, ich glaube, ich kann hier gerade eben wirklich nichts machen. Okay, jetzt regenerieren wir erstmal wieder zu unseren 13.000 Mann hoch. Wahl des Erben hier oben vom Königreich Norska. Der ist halt immer noch am Start. Kann ich den nicht einfach ermorden? Dann wäre der halt weg. Halbbruder und Ratsmarschall. Aber der ist halt gut. Naja, noch sterben wir ja nicht, ne? Uns geht's noch in Ordnung. So, Überfallskommando. Es gibt übrigens ein Achievement, wenn ich das hier alles durchmachen würde mit ihm. Das habe ich auch noch nicht. Das Spiel behauptet, ich könnte hier etwas bauen, aber... Ah, da, die Feste, die habe ich noch nicht gebaut. Ha! Dann war also dann doch noch da etwas, was wir tun können. Sehr gut. So, also wie gesagt, wir reden... Oh, da kommt schon wieder eine Fraktion auf. Ich habe immer noch ein paar katholische Populisten. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Die Kultur ist mir eigentlich relativ egal. Du arbeitest jetzt hier mal intern. Ich will, dass die Meinung intern über mich verbessert wird. Damit diese dämlichen Fraktionen aufhören, hier gefährlich zu werden. Man muss halt bei solchen Fraktionen immer aufpassen, ne? Dass die nicht zu stark werden. Und das verhindert man dadurch, indem man einfach mehr Truppen hat. So, ich hole mir jetzt hier nämlich nochmal ein paar Huskarle. Die besitzen wir noch nicht. Ne, die sind unterschiedlich, auch wenn sie dasselbe Bild haben. Und dann haben wir nämlich jetzt hier nochmal 500 Mann mehr Kriegsvolk. Auch wenn das mit dem Prestige auf Dauer dann ein bisschen anstrengend wird. Tu mal eine Jagd veranstalten, um noch mehr Prestige zu bekommen. So, man könnte das hier ein Tier aus der Zeit, als eine Kreatur der Legende halten. Vielleicht gar für eine Gottheit in verwandelter Gestalt. Keine Ahnung, Wildschweine werden groß, aber so gewaltig. Weil da unten die Sau ist, ne? Auch nachdem die Bestie verwundet war, dauerte die Verfolgungsjagd einen halben Tag lang. Sie ist nach wie vor ein beeindruckender Anblick. Auch tot am Boden vor mir. Was ist das, was ich hier machen kann? Wir zerwirken und... Was? Zerwirken und essen die Beute hier und jetzt. Okay, da gibt es eine Menge, die das mögen. Ich könnte aber auch einfach eine Jagdtrophäe mir holen. Ich hole mir die Jagdtrophäe. Also die Idee ist eigentlich gar nicht schlecht, aber die Jagdtrophäe ist mir wichtiger. So, dann haben wir die nächste konvertiert. Dann ist die nächste dran. Zur Hexerei bekehren. Das ist momentan so ein bisschen Fische aus dem Glas angeln, ne? Auslösen. Ach, der will sein Kind hier wieder haben.
Die ist aber mehr wert, Freundchen. Die ist mehr wert. Die wir gerade eben hier so überall sehen. Der hat seine ganzen Kinder hier verloren. Blöd für ihn. Sehr blöd für ihn. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal auf eine Pilgerreise. Auf nach Sigtuna. Weil das sicherlich zuträglich ist. Es ist sicherlich zuträglich. Liebe deine Nächsten. Sag mal, bist du Spinn? Doof? Bestimmt nicht. Verachtung gegenüber Heiden. Aber sowas von. Das ist unser Weg. Jetzt kommen wir auf bis zu 14.000, Mann. Heilige Scheiße. So, wir sind schon angekommen. Jetzt sind wir offiziell ein Pilger. Monatliche freie Meinung von Glaubensgeschwistern. Es sind kleine Boni. Aber die sollte man halt auch mitnehmen, wenn man Herrscher bleiben will. Herzogtum von Venedig erschaffen wir. Das bekommt auch das Töchterchen hier. Titel vergeben. Jarltum von Venedig. Kann die sich total freuen, dass es das existiert, dass es das gibt. Dann holen wir uns das Herzogtum von Ancona. Sitzt da irgendjemand drin, der auch mit mir verwandt ist? Sieht nicht so aus. Okay, der hat schon eine Menge von sich geholt. Ja, dann macht es auch Sinn, dass der das hier wird. Dann haben wir jetzt hier einen glücklichen Jarl. Die verdrängen sich halt auch die ganze Zeit gegenseitig, ne? Okay. Und wir sind wieder da. So, mächtige Vasallen. Boah, die hat 29. Warum ist die nicht da drin? Und er hier 19. Ja gut, es können halt nicht alle da drin sein, ne? Gut, meine lieben Freunde, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle hier wieder von euch. Wir haben das Gröbste geregelt, ne? Hier wird es zu keinem Aufstand kommen können, weil wir einfach zu mächtig sind. Unabhängigkeitsfraktion, ja, probier's doch. Die einzigen, die mir immer noch ein bisschen Sorgen machen, sind ja diese Italiener. Aber ich glaube nicht, dass das zu einem größeren Problem wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal geht's weiter und dann werden wir auch höchstwahrscheinlich so nach und nach hier dieses Problem in den Griff bekommen. Wir müssen ja immer noch das Pontifikat vernichten. Das dauert aber noch ein bisschen, weil wir dann hier unten noch ein paar Kriege führen müssen. Außerdem müssen wir noch ein paar andere Kriege führen, ne? Ach, da kommt noch so einiges auf uns zu. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und ade.